Jo, servus, grüßt euch und herzlich willkommen zu einem neuen Farmflug von mir. Ja, ich bin aktuell auf dem Heimweg. Ich war gerade bei der Schäf draußen. Die sind mittlerweile auf der Weide und fühlen sich dort richtig wohl. Ja, der eine oder andere hat sicher auch schon mitbekommen, dass sie draußen auf der Weide sind. Ich habe vor wenigen Tagen mal ein Bild gepostet und kurz was dazu geschrieben auf Facebook. Ja, man kann mir jetzt auch auf Facebook folgen. Wer Bock hat, darf gerne mal vorbeischauen auf der Seite. Den Link packe ich euch unten in die Infobox. Gerne könnt ihr euch auch als Community mit einbringen, ein Bild von euch posten oder von euren Maschinen, bis was dazu schreiben. Ja, so geht man der ganze Sache der Landwirtschaft ein Gesicht und das finde ich immer top, ne? Jo, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich habe heute ja das eine oder andere noch geplant, beispielsweise Mist zu fahren. Und da nehme ich euch einfach mit. Ihr dürft mir wieder über die Schulter schauen. Und dann will ich mal sagen, Attacke und wünsche euch viel Spaß. Los geht's. An der Scheune angekommen, habe ich erstmal die Schaufel abgehängt, die vorne am Frontlader hing. Hinter mir steht aktuell die Brunsrolle, die ist noch voll beladen mit Mist. Die werden wir jetzt im Anschluss noch wegführen. Der Mist, der stammt hinten aus dem Schafstall, wo die Schafe über die Wintermonate untergebracht waren. Wenn man mal schaut, hier hinten ist noch ein bisschen, was ich lösen muss und dann verladen muss. Aber ja, der Hänger ist ja proppevoll, ne? Und wenn man mal schaut, also hier, das ist eigentlich fast nur Stroh. Das hatte ich wenige Tage zuvor erst eingestreut, bevor die Schafe rauskamen auf die Weide. Ja, da muss man auf jeden Fall schauen, dass man dahinter ist, regelmäßig einstreut, dass die Schafe nicht in ihrem eigenen Kot oder Urin liegen. Das möchte man ja natürlich nicht. Ja, unten drin, wenn man das Stroh hier wegschafft, Moment, kann man es denke ich erkennen, kommt hier schon so eine bräunliche Schicht und hier drunter ist dann eine schwere Mistmatte. Richtig schöner schwarzer Mist. Das Ganze wurde von Hand gelöst. Nach alter Methode könnte man sagen. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Also hier haben wir einmal die Mistforke. Mal das Stroh wegmachen. Geh doch weg hier. Naja, will nicht weggehen, egal. Man kann es aber erkennen auf jeden Fall. Das ist die Mistforke, damit habe ich die Matte gelöst und hier nebenan haben wir die Heugabel, damit habe ich das Ganze verladen. Ja, Heugabel ist dreizinkig, eine Mistgabel hätte sich dafür besser geeignet, der Mistgabel hat vier Zinken, so unterscheidet sich das Ganze. Ja, so habe ich den Schafsmist verladen, per Hand und gelöst, zuvor auch per Hand, das geht auch, wenn man möchte, ne? Ist halt sehr zeitaufwendig und kraftaufwendig, aber so kann man sich die Fahrt ins Fitnessstudio sparen. Man könnte auch sagen, Misten wie zu Großvaters Zeiten, hat man ja früher auch so gemacht. Es geht momentan hier hinten einfach nicht anders durch die Platzgegebenheiten, ist einfach alles zu eng. Ich könnte jetzt nicht mit dem Case hierher fahren und alles mit dem Frontlader lösen und verladen. Ja, das geht einfach nicht, da müsste ich vorher umbauen und das rechnet sich natürlich auch nicht. Ja, genug gebabbelt, wie ich mal sage, hänge ich den Hänger an und dann fahren wir raus. We'll be right back.
what's left to lose if we abgeladen. Ich stehe wieder in der Scheune. Ja, ich habe eben zwei Versuche gebraucht, habe beim ersten Mal korrigieren müssen, weil ich mit dem Hänger hier am Flug hängen geblieben bin. Ja, ganz leicht zumindest, habe es gleich gemerkt. Und da bin ich nochmal zurückgestoßen, habe einen höheren Bogen oder größere Bogen genommen und dann hat es gepasst. Ja, ist alles recht eng von der Seite, also von der anderen Seite her gesehen. Kommt mal besser rum, aber dann muss ich da durch den Schlamm fahren und dann habe ich wieder die ganze Scheune versaut. Ja, ich kratze jetzt noch den restlichen Mist dahin raus, den werde ich dann aufladen, fahre dann weg. Ja, das zeige ich jetzt nicht nochmal. Wir sehen uns dann im Anschluss wieder, wenn es dann heißt Rundballen laden und fahren. Ja, zumindest mal laden, ob ich sie noch wegfahre, weiß ich noch nicht. Das sehen wir dann. Ja, dann sehen wir uns im Anschluss wieder. Und das Gute ist jetzt auch nochmal zu dem Thema zurückzukommen mit den Schafen, wenn die draußen auf der Weide sind. Ja, dass wir Platz haben für andere Dinge, wie beispielsweise für den IHC, für den 633. Der wird dann einfach dahinter wieder neigestellt, so wie die Jahre zuvor auch. Entweder der 353, der 633 oder gegebenenfalls sogar noch der Mulcher. Mal schauen, dann hat man auf der anderen Seite wieder theoretisch Platz für was anderes. Mal sehen, ob ich vielleicht den Grubber dann reinstelle oder wie auch immer. Das wird sich dann zeigen. Also, dann lege ich mal los, mache da weiter und wir sehen uns gleich wieder. So, der Mist ist jetzt vollständig weggefahren. Ich habe jetzt schon die Ballengabel angehängt. Dann können wir gleich auch loslegen. Die Ballen habe ich auch schon aufgedeckt, wie man gut erkennen kann. Es sind jetzt noch 15 Ballen. Von den 15 Ballen nehmen wir jetzt 8 Stück weg. Die laden wir dann auf die Rolle, auf den Brunshänger. Und hier habe ich jetzt noch 3 Paletten, die räume ich geschwind weg. Und dann können wir auch schon loslegen. Thank you.
das Stroh ist bereits schon verladen. 8 Ballen. Ich habe jetzt eben noch geschwind das Scheunentor zugeschoben. Ja, nicht, dass später was fehlt, wenn ich zurückkomme. Wer weiß, wer da was gebrauchen kann. Sicher ist sicher. Und ja, gesichert haben wir das Stroh auch. Also die Ladung, gerade ein Spanngurt drüber geschmissen. Und zugezurrt, festgezurrt. Ja, wir haben jetzt nicht weit zu fahren, aber sicher ist sicher, nicht, dass da was passiert. Genau, jetzt muss ich eigentlich nur den Hänger anhängen und dann kann es auch schon losgehen. Ja, hier haben wir noch das Hackgerät stehen, Häufel-Hackgerät, wie auch immer. Da haben wir jetzt die letzten Tage auch die Kartoffeln durchgefahren und die Zwiebeln haben wir einmal das Beikraut, das Unkraut durchgehackt und beseitigt, die mechanische Unkrautbekämpfung sozusagen durchgeführt. Ja, die Maschine muss ich jetzt demnächst auch wieder umrüsten, also das, was ich im letzten Vlog gezeigt habe, von Häufel auf Hackgerät, gerade wieder umgekehrt, damit wir ja den Bestand, den Kartoffelbestand einmal durchhäufeln können. Ah, was ich noch sagen wollte, bevor ich mich hier verabschiede, ist, dass ich dieses Jahr, ja, ich kann es jetzt wahrscheinlich nicht gescheit filmen, wenn ich jetzt die Kamera drehe, ist wahrscheinlich überblendet, aber es ist so, dass ich dieses Jahr oder über diesen Winter das erste Mal das Vlies genutzt habe, das Ballenvlies, und ich muss sagen, ich bin eigentlich top zufrieden. Hier kann ich es euch mal zeigen. Also wenn man sich die Ballen so anschaut, sie sind jetzt nicht nass geworden unter dem Vlies. Mal das Stroh wegmachen, dann sieht man es besser. Also sind wirklich trocken, haben keine nassen Stellen, keine Schimmelbildung, nichts. Ja, und so wollen wir das haben. Das ist spitze. Vorher hatte ich eine ganz normale Abdeckplane. Und da hast du alles gemerkt, wenn die Ballen feucht waren, dass sie drunter geschwitzt haben und somit dann auch irgendwann angefangen haben zu schimmeln. Und das haben wir halt eben nicht. Und deswegen, ja, bin ich positiv überzeugt vom Ballenvlies und werde auf jeden Fall auch weiterhin mit dem Ballenvlies arbeiten. Ja, dann würde ich sagen, dann war es für diesen Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wie immer, wenn es Fragen gibt oder das Ähnliche, schreibt es in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut. We are farmers, farmers.